Ja, herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Neuen Video auf meinem Kanal, auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Mit dabei ist heute der Dommel. Wir sind ein bisschen unterwegs und ja, werden jetzt mal so ein bisschen Lost Place Feeling einfangen. Und wie ihr seht, wo wir jetzt sind, das ist schon ganz schön abgerockt. Hier haben wir mal noch ein kleines Ding. Kleine Ecke. Also es ist schon sehr runter, aber so ist es nun mal auf Lost Place. Man kann dann immer schöne Sachen entdecken. Man entdeckt dann auch mal ein paar Sachen, die im Endeffekt komplett runtergerockt sind. Ja, dann würde ich sagen, mal schauen. Also laut unseren Informationen ist es ein komplett verlassenes Dorf. Scheinen ein paar Häuser zu sein. Würde ich sagen, gehen wir los und schauen uns das mal an. So, angekommen im nächsten Gebäude. Seht ihr ja, das Ganze ist hier schon ein bisschen vermüllt. Hier stehen Reifen, hier steht Dommel. Ja, also wir vermuten, dass das eine alte LKW-Werkstatt war. Könnte möglich sein. Und das hier ist das schöne Grün. Laut unseren Informationen sind da jetzt, wie gesagt, mehrere Häuser, die komplett irgendwie vor sich hingammeln. Und wir werden das jetzt mal erkunden. Wir warten darauf, gebaut zu werden. Ja. Wir überlegen, es zu kaufen und umzubauen. Also irgendwie sowas. So, im nächsten Gebäude angekommen. Wie ihr seht, ist das Ganze schon sehr runtergekommen. Sehr rotten, das Ganze. Hier ist die Decke schon ziemlich im Eimer. Hier unten liegt schon der ganze Schutt. Der Boden neigt sich leicht, also da werden wir nicht reingehen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann weiß ich nicht, ob die Treppe hält. Der Dommel macht einen Test. Der Dommel macht einen Test, ob die Treppe hält. Jetzt kommt was ich. Der ist sehr, sehr, sehr mutig. Jedenfalls sind wir jetzt oben angekommen. Hier ist der Bereich ziemlich kaputt. Er stellt fest. Dachboden. Mhm. Mhm. Die Treppen haben gehalten. Ob wir jetzt weiter darüber laufen sollten, weiß ich nicht. Aber der Dommel geht vor, weil wenn der Dommel runterkracht, dann kann ich nämlich noch einen Notruf absetzen. Macht mein Handy alleine. Macht der Handy alleine? Ja, ja. Alter. Modernes Handy. Ich schwöre. Ich schwöre auf Bushaltestelle. Alter, du schwörst? Auf Bushaltestelle. Alter, inshallah, küsse ich deine Augen, wird es dir gut gehen, Bruder. Ist die irgendwas da? Nein, die ist leider weg. Warte mal. Aber da vorne steht die lila Kuh. Die lila Kuh ist das. Ja, ja. Irmgard, komm ich gestern Nacht noch mit? Verwendet hat der Fuß. Ja. Ich denke mal, nicht mehr ganz die Höhle. Ja, das ist, da früher waren die Leute kleiner, habe ich gehört. So. Ich will mal mit dem Aufsichtsamt reden. Ja, das Bauaufsichtsamt. Ja. Also auf jeden Fall ist das auch. Ah, da ist die Strafkammer schon wieder. Die Strafkammer? Die Strafkammer, Alter. Schrankdienst. Alter! Alter, hast du das gehört? Alter! Das war nicht so gut, Alter! Ich hab kurz überlegt, dass ich mal rufen. Aber Jungs, aber wisst ihr was da ist? Wenn ihr schaut, das ist das Haus hier, ne? Oh, Kabelsalat, Alter, Kuppe. Und ich glaube, hier war das Scheißhaus. Aber die mussten raus zum Kacken. Das ganze Ding ist ein Scheißhaus, Alter. Aber die mussten echt raus zum Kacken, weil da und da, würde ich mal vermuten. Doch, ja. Also Jungs, seht ihr das? Da drin war es warm, wenn die da im Winter raus sind, alle. Dann war das nicht mehr so toll. Da wurde es vom König zu König. Ja, jetzt sind wir in einer weiteren Location angekommen. Das hier ist ein altes Bad, würde ich jetzt behaupten. Und wir haben gefunden, lest mal, was da steht. Die Hobbit-Badewanne. So geil.
haben wir die Hobbit-Badewanne gefunden. Und drei Leichen. Drei Leichen. Oh, warte mal, da dachte ich jetzt, ne? Da, ganz oben sind drei Leichen. Der Kai war auch da. Der Kai-Uwe! Der krasse Kai-Uwe. Der Kai-Uwe. Der krasse Kai-Uwe. Der krasse Kai-Uwe. Der Norman war auch da. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja, krasse alte Tapeten. Ja, auf jeden Fall sind wir in Thüringen unterwegs. So viel kann man sagen. Hier liegt eine alte Matratze. Schaut euch das an, hat einer übernachtet wahrscheinlich. Dommel, bist du schon oben? Dommel? Ich hab nachgezählt, schon nur zweieinhalb. Sind zweieinhalb? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Besser das Munden gleich aus. Na, da hinten ist ein Bad. Oh, hier ist aber keine Hobbit-Badewanne, Alter. Können wir mal ein bisschen die Aussicht genießen hier? Kann er da? Also da drin ist auf jeden Fall keine Hobbit-Badewanne. Nein? Nein, ist eine große. Schau sie dir an. Alter! Alter! Was ist da drin, Alter? Ja, schau doch. Leck mich am Arsch, Alter. Jetzt sind wir an der nächsten Location, nachdem wir den Berg raufgewandert sind. Dommel ist fixer fertig. Dreimal verlaufen. Ich auch, dreimal verlaufen. Alter, mein Stuhl. Stuhl. Alter, Schwulstuhl, Alter. Schwulstuhl? Schwulstuhl. Aha, aha. Ach ja. Hallo, hallo? 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 Ja, auf jeden Fall. Mörder-Location. Haben wir endlich gefunden. Also das ist ein verlassenes Dorf. Schon geiler Scheiß. Schon total krass. Absolut geil. Da geht's auf jeden Fall noch auf. Dommel. Sie gehen als erstes, weil wenn Sie abstürzen, kann ich Hilfe rufen. Nein, ich rufe doch Hilfe. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand, der da an sich glaubt? Ist da jemand? Nicht hochgehen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir aufpassen, Dommel. Ja, wir gehen nicht hoch. Der Boden schaut nicht so stabil aus, Alter. Da ist ein Penis. Hä? Da ist ein Penis. Wo ist ein Penis? Da ist ein Penis. Penisbruch. Falls schön ist, ein Penis. Hallo? Ich bin dichter. Poetisch. Anlauf. Oh, Alter. Hallo? Was ist da los? Hinten ist auf jeden Fall der Dachboden. Alter, vergiss das Dachboden. Ich folge dir. Unauffällig. Du hast gute Beine, aber probier's aus. Ich probier's aus. Auf jeden Fall. Holz verrücken. Das schmeckt. Schmeckt? Ah. So, ich hab's im Auto, Alter. Sind wir auf jeden Fall
dem zweiten Gebäude. Sieht aus wie ein öffentliches Gebäude. Ja, irgend sowas, ne? Auf jeden Fall ist es ziemlich dunkel. Ein Büro. So wie ich die Deutschen kenne, weiß ich nicht, mein Finanzamt. Richtig. Auf jeden Fall ist es ziemlich. Ich sehe mit Taschenlampen vor Seite. Ja, das ist schon dunkel, ne? Muss doch mal weggehen, das gibt so keine. Na, so, ja, zeigst du ihn. Ah, ja. Matze ist gay und lutscht Pimmel. Okay. Danke, Matze. Danke, Matze. Der Tunnel, das. Matze, ich finde es sehr gut. Matze, bist du da? Im Hodentunnel hier. Im Hodentunnel. Alter, irgendwie ist es ja komplett zerfallen. Ja, auf jeden Fall, was sehr geil ist, es sind noch alle Möbelstücke hier drin. Aber das Ding ist ja komplett rotten, Alter. Guck das an, ey. Wahnsinn. Unfassbar geil. Schon der Wahnsinn. Kann man sich verlaufen, Dummel, Alter. Ich bin hier. Also da, wo ich jetzt bin, Dummel, geht's hoch. Ja, da, du bist da unten, ich sehe dich. Ja, hier bist du. Ja, ich bin hier oben. Ha? Ich hab dich gehört. Da bist du. Ja? Ja. Wenn du jetzt da, wo ich jetzt bin. Alter. Was ist da? Ha? Eine Höhle? Oder eine Höhle. Höhle ist hier. Weißt du nicht? Alter. Habt ihr das gehört im Video? Mal schauen, ob du Geruchsfall. Auf jeden Fall ist das eine Höhle. Dummel, das ist krass. Nass ist es vor allem auch, ja. Ha? Krass und nass. Ja, aber das ist irgendwie saukrass. Geil, Alter. Ha? Geil. Das ist ja unfassbar, Alter. Das war Taschenlampe, wer ist jetzt nicht? Hä? Eine Taschenlampe, wer ist jetzt nicht? Ich hab's im Auto, Alter. Ich wusste nicht, dass wir nach Draufschauhöhlen gehen, Alter. Ich hab immer eine Gummischuhe, Alter. Hätten wir uns Gummistiefel mitnehmen sollen, Alter. Komm doch hoch auf, oder? Dann willst du jetzt oben entlang laufen, oder was? Nee, wir müssen mal gucken, weil. Vor allem wirklich bei der Blutung. Ja, Dommel hat noch was gefunden. Die Freigang? Alter. Alter. Die Freigang, ich laufe mal lieber an der Wanne lang. Alter, du bist mutig, Alter, das muss ich sagen. Dommel, du bist mutig. Da geht's ja ab. Da geht's abwärts, Alter. Ich muss mal überlegen. War das das, wo wir vorhin? Ja. Das ist schon was anderes. Da bist du auf jeden Fall mutig, Dommel. Das geht wegen Dommel, Alter. Auf jeden Fall bist du sehr mutig, Dommel. Das muss man dir lassen. Hier, Dommel vom Abgrund. So, 10 Jahre Knast, Alter. Schluss, vorbei. Eingesperrt. Stunde ist vorbei, meine Freunde. Stunde ist vorbei. Aufgang. 23 Stunden in Zelle. Also wir vermuten mal, dass das hier so ein Ausbildungszentrum war oder irgend sowas. Aber hier ist schon ganz schön rotten. Ich sag mal was Wichtiges, weil da ist die ganze Tür anhaben. Ja, ne? Alle, don't open dead inside. Alle. Da hat alles für Open Dead geschaut. Ja. Naja, auf jeden Fall scheint es irgend so ein Ausbildungszentrum gewesen zu sein. Und vor allen Dingen, wir waren jetzt gerade unter dem Haus. Wir hatten aber leider keine Taschenlampe dabei und nicht das passende Schuhwerk. Weil unter dem Haus war komischerweise ein, ja, ich würde mal sagen, Tunnelsystem oder irgend sowas. Na, alles Wohnzimmer. Aber es war auf jeden Fall irgendein Tunnelsystem unter dem Haus, was sehr interessant war. Also was. Hier wurde mal jetzt hoch. Mal gucken, wie es weitergeht. Was wirklich sehr, sehr krass ist. Also. Nazis raus. Nazis raus? Ja, hier ist raus. Aha, okay. Antifa. Antifa. Hier scheint dann, anscheinend muss es, aber es muss irgendwas gewesen sein, weil hier ist der Ofen. Also ich vermute mal, dass das echt so Küken oder irgendwas war, ne? Jetzt habe ich Hunger, ja. Ja, ich auch. Schmeckt. Alles in da. Da oben kommt schon die Decken runter, Alter. Aha. Was ist da hinten?
Auf jeden Fall. Hallo. Wenn du sportlich bist, dann kannst du schon noch mehr. Ja, Alter. Oder irgendwo war ja die Treppe. Ich suche jetzt mal die Treppe. Ja, die Treppe ist doch wieder auf der anderen Seite. Die Treppe ist doch hinten vorne. Ein bisschen hoch kommt. Ein bisschen hoch. Noch ein bisschen nach oben. Schon krass. So ein krass, Alter. Dresden. Geht's da hinten wieder hoch oder was? Hm. Hast du die Treppe? Ich hab die Treppe. Er hat die Treppe. Schaut sie stabil aus, die Treppe? Ja, ja. Wieder Stein. Hm? Alter, da geht nichts kaputt. Wenn du dich gerade Nokia einstecken hast, nicht mehr. Achtung, Müll, ja, danke für den Hinweis. Tut hier Elfer, Achtung, Müll. Achtung, Müll. Achtung, Müll. Oh, hier ist nur ein alter Schrank, Alter. Guck an. Und das war jetzt. Das war jetzt von oben, ne? Da waren wir jetzt gerade unten. Guck an, was der Müller kann. Der Müller? Ja. Oh. Also irgendwie müssen wir hier. Irgendwie müssen wir hier ein bisschen vorsichtig laufen, ne? Weil. Ja, lauf die voraus, weil wenn es kracht, kann ich nur rufen. Okay. Dein Handy. Da Handy rufen, nur auf. Da war noch ein Schrank. Ja, ja. Aber es ist schon. Der Schrank. Schon komplett rotten alles. Verrückt, Alter. Also hier bin ich jetzt vorsichtig. Da kommt der Innendesigner in mir raus, Alter. Ja, der Architekt, Alter. Ja, Dummel, Alter. Der Boden fühlt sich geil an. Wenn du dich aufpasst, geht's abwärts, Alter. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es im Endeffekt darstellen soll. Eine Schule oder irgendwas? Auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr... Das Ende der Zivilisation. Boah, Alter, der Boden, das war echt krass. Der Handy setzt einen Notruf ab. Hä? Der Handy setzt einen Notruf ab. Alter, wir zappen hier auf dem Boden rum, Alter, und hier ist alles. Ich darf bloß keinen Namen von meinem Handy nennen, weil das ist vor der Platzierung. Aber wieder Lebensmüde mir schon, Alter, wenn du rechnest, ne? Wie das heute hier ausschaut, Alter. Aber wie, Alter? Also ich schon. Alter, der Raum macht mich fertig, Alter. Warum? Der ist einmal so, und dann ist er einmal so, und dann ist er wieder so, Alter. Hier geht's weiter. Auch wieder ein Gebäude. Kupfer, Alter, Kupfer. Kupfer! Kupfer ist Hattel. Kupfer. Kupfer ist Hattel. Also das hier ist auch wieder ein Teil von einem Gebäude, wo wir jetzt gerade dann draufgelaufen sind. Habt ihr das ja gesehen? Verfällt auch komplett. Dunkel. Meine Taschenstampe geht immer noch nicht. Nicht? Nein, keine Ahnung. Alter, was hast du gemacht? Zum Glück habe ich keine Ahnung, wie ich die Handy genannt habe. Boah, Alter, immer Stufen. Alter, sag das nicht. Boah, Alter, da ist doch noch ein Loch. Ich weiß nicht, wo die Treppe ist. Ist die Treppe? Ja, die Treppe, dann müssen wir schauen, ob wir die Treppe finden. Dann müssen wir da irgendwo eine Treppe geben. Ja, auf jeden Fall. Ja, das entscheidende Frage ist, wo? Treppe. Warum? Hä? Keine Treppe? Nö. Oh. Ja, die Frage ist wo? Dann auf geht's auf jeden Fall irgendwo. Ja, schauen wir mal, vielleicht gibt es irgendwo einen anderen Eingang noch. Ja, kann das sein. Aha. Aha. Mal guck mal, da geht's rein. Aha, Haupteingang. Haupteingang? Überhaupt kein Gang. Kein Gang? Nö. Aha, wow, schaut aber leicht kaputt aus. Nur leicht. Hä? Nokia runtergefallen. Nokia? Mhm, runtergefallen. Ja, sag mal, Nokia macht alles kaputt.
Schon verrückt. Das ist schon total crazy. Da geht's auf jeden Fall hoch. Ich habe die Treppe gefunden. Treppe. Aha. Da geht's auf jeden Fall hoch. Aber der Boden ist nicht mehr so stabil, ne? Also, macht mir zumindest. Penis. Schon wieder Penis. Hey. Überall Penis. Überall Penis. Tittendachs. Alter. Alter. Arsch. Ein Leben lang. Wo steht das? Arsch. Arsch? Arisch. Achso, Arisch, Entschuldigung. Achso, Arisch. Entschuldigung, ich kann kein Entschuldigung, Deutsch. Ja, Arsch. Wegen Arsch, Arsch. Herr Dommel, ja? Das könnte ein Hauptschullehrer werden. Ja, ich denke nur ans eine. Ah. Scheiße, bin ich geil. Alter. Da oben, ist auf jeden Fall ein Loch drin, aber schau doch mal die geilen Holzbalken an. Das Viagra. Viagra. Eingeworfen. Mega. Er ist geil. Geil, geil, geil. Bleibt achtsam. Fug. Fug? Fug. Fug. Auf jeden Fall sind wir jetzt im oberen Teil des Gebäudes. Der Dommel ist schon gelaufen, also kann nichts passieren. Ey, ich bin nicht gelaufen, ne? Der Dommel ist gelaufen, also kann nichts passieren. Da, wo der Dommel gelaufen ist, da hält es auf jeden Fall stand. No sexy drugs, LSD. LSD? LSD, ja. LSD. Da? Da! Oh, LSD! Schreib mir das an, ist der mein Wort. Bist du sensibel? Ja. Okay. Ich hab Joghurt im Rucksack. Und du bist nicht meine Frau und du warst nicht bei meiner Geburt dabei. Aha. Und aha. Andere diverse Sachen. Ach so. Andere perverse Sachen? Auch. Okay. Perverse, diverse. Diverse, perverse? Mhm. Aha. Da seht ihr, da vorne ist auf jeden Fall schon mal die komplette Decke weg. Ne? Hier könntet ihr meine Beine sehen. Ja, hier, da ist der Dommel reingelaufen und hat sie geknackt. Nein, da ist er, Hosenscheißer. Wuhu! Alter. Ja, auf jeden Fall scheinen wir die Produktion gefunden zu haben. Ha? Das schaut zumindest so aus, als wäre es die Produktion, oder? Hält die, Alter? Oh, die hält. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Da hinten führt die Eisenmaschine entlang. Auf jeden Fall waren hier ein paar Pfandsammler unterwegs. Das ist ja krass. Auf jeden Fall muss es ja da irgendwie reingegangen sein oder so. Oder war das ein Brennofen oder irgendwas? Oder wo die Ziegel gelagert worden sind? Weil ich finde keinen Eingang außer die Tür. Da muss noch Treppen runter gegangen sein, vermutlich mal, oder? Krasser Scheiß. So Leute, die nächste Location haben wir jetzt gefunden. Und zwar ist das ein altes Armeegelände. Ich würde mal behaupten aus der DDR-Zeit. Der da. Schön gibt's hier, schön. Ja, hier ist ein alter Schrank. Der ist neu. Der ist neu, Ikea. Der ist von Ikea. Aber jetzt immer gesehen. Ich meine, viel zu sehen gibt es hier nicht, ne? Also sprich jetzt Einrichtungsgegenstände oder irgend sowas. Herein. Dankeschön. Aber schon krass.